Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu ein bisschen Gaming hier auf dem Hypixel-Server. Ja, wir haben einmal wieder auf dem neuen Server hier und ich möchte euch auch ein neues Spiel vorstellen. Und zwar, ja, wenn ich jetzt auf den Kompass gehe, ist das Vampire Z. Ja, man sieht das schon hier in der Aufschrift, ein laufender Mensch, und dann kommt so ein Zombie, den er besiegt, aber hier, etwas Graues, tja, da fällt er um. Was dieses graue Ding ist, werdet ihr gleich alles herausfinden. Auf jeden Fall sehen wir es schon hier. Nacht, mysteriöse Lobby. Das ist die Lobby von Vampire Z. Und wir werden jetzt gleich spannend weitermachen. Ja, denn das Spiel an sich ist auch spannend. Es gibt nämlich Survivors, wie in fast jedem Spiel, Vampire und Zombies. Aber die sind jetzt keine Spieler, Zombies sind einfach NPCs, aber Vampire sind auch Spieler. Tja, jeder hat ganz, ganz verschieden, jedes Kit und so, also, jede Struktur hat ganz verschiedene Fähigkeiten. Ob man nun ein Mensch ist oder so, werden wir gleich sehen. Wir werden eine gleiche Map in einen zwei ganz, ganz verschiedenen Sichten sehen. Auf jeden Fall beginnen wir alle als Survivors und zwei werden schon gleich als Vampire ausgewählt. Und Vampire haben nun haben nun die Aufgabe, Spieler zu killen, Survivors, Überlebende, die dann selber zu Vampiren werden, sobald sie tot sind. Auch wenn sie von Zombies geschlagen werden, die immer in Waves spawnen. Das heißt, es gibt immer, beginnt mit der ersten Wave, wo ein ganz paar kleine Zombies spawnen, mit Lederkappe und so. Und dann nach 88 Sekunden kommt der nächste Wave und dann nach 80 Sekunden und da kommen dann immer mehr Zombies. Das heißt, es wird immer gefährlicher. Aber keine Sorge, es gibt Coins, mit denen man sich dann im Spielverlauf, wenn man zum Beispiel Zombies killt oder Vampire, gibt es Coins und mit denen kann man sich dann im Spielverlauf Rüstung, Essen, Tränke, Schwerter, alles kaufen, was man braucht. Aber irgendwann hält dann auch der beste Survivor nicht mehr stand. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal, joinen wir irgendwo rein. Genug gelabert erstmal und ja, haha, Mist, das ist ja alles leer. Das ist ja alles völlig leer hier, warte mal. Da. Nö, warte. Wollen wir es da rein oder wollen wir es schauen, ob da noch was frei ist? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich gehe mal da rein. So. Ja, wir sind jetzt Zweiter. Aber keine Sorge, Leute, ich mache... Ja, es geht schon ganz schnell. Ich mache einen Cut für euch. Also, wir sehen uns da gleich. Bis später. So, da bin ich wieder. In 5 Sekunden beginnt das Spiel. Die Lobby ist vollgepackt. Alle haben Bock auf Vampire Z und es beginnt. So, wir sind auf jeden Fall ein Survivor und sehen schon, komisch. Wir haben Speed, Resistenz und Blindness. Tja, es hat auch den Grundgestein-Effekt hier, die Partikelchen. Das macht richtig spannend. Wir sehen kaum was. Und ciao, ich kann euch ganz schnell den Shop zeigen. Wir beginnen mit 25 Gold und da kaufe ich mir jetzt erstmal ein Eisenschwert, um besser kämpfen zu können und damit mehr Coins zu bekommen, weil man damit besser killt. So, wir müssen alle schauen, dass wir ins Team kommen. Hier zum Beispiel dieses eine Haus. Und dann müssen wir jetzt schauen, ne? Also, am Anfang ist es noch etwas langweilig. Mal schauen, ob irgendwie ein Vampir jetzt gleich kommt oder sowas. Und so, der erste Wave spawned. 88 seconds till Wave 2. Don't die yet. Auf jeden Fall haben wir jetzt 10 Gold bekommen und erstmal Übelkeit für den ersten Wave und der erste Vampir auch, ne? So, jetzt aber. Blöder Vampir. Au! Och man, das war ein anderer. Ach Mist. Ach geil, ich hab irgendein neues Holzschwert, warte mal. Mit Sharpness, aber das bringt nichts. Nein, das bringt nichts. So. Direkt mal weiterschauen. Wir haben schon 15 Gold. Ich kann euch dann gleich noch weiter den Shop zeigen, wo... Okay. Zum Beispiel als nächstes könnte man sich hier so ein Schwert kaufen. VIP Godsword. Sharpness 1, Knockback 1, Feuer... Au! Nee. Boah. Nein, nicht als Team, Leute. Nicht als Team. Na, da sind wir schon tot. Das war eine schnelle Runde, Leute, aber Achtung. Wenn ich jetzt Respawn mache, seht ihr gleich was ganz anderes. So, ist richtig hell. Es ist hammermäßig hell. Das ist... Oh, der hat schon ein Eisenkit. Hammer. Ja, und wir verlieren ziemlich Leben. Und wir sind wieder tot. Nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Wir machen einfach wieder Respawn und sind wieder da. Und killen dann direkt mal diesen Spieler hier. Der wird das nicht schaffen. Er haut ab. Hihi. Boah, es ist ein guter PvP-Mensch, ey. Boah, Hammer. So, als Vampir lebt man nicht lange, aber es gibt Blut. Und das ist wie Gold, damit können wir uns hier zum Beispiel Health Boost, das haben wir nochmal extra Leben und Regeneration. Dann nun killen wir jetzt diesmal den Spieler. Und schauen mal, Survivors gibt es noch 14, noch richtig viel noch. Und wir sehen schon, wir haben ja Speed 2, Night Vision, Absorption, Regeneration. Okay, das kommt jetzt gerade von meinem Kit.
Aber das ist nicht schlimm. Wir sehen schon, die Stadt sieht herrlich aus. So sehen die Survivors. Es ist genau die gleiche, aber nur, dass eben die Survivors das Ganze in Schwarz sehen. Und das ist nämlich nicht immer so wunderhübsch. So, warte mal. Wo sind hier noch Spieler? Da. So, tut es ja. War ganz easy. So, zeig mal her. Noch 5 Survivors, dann haben die Vampire gewonnen. Zeig mal her. Zeig mal her, du. Wir können noch für einen Flaming Point machen. Aha, in diese Richtung. Lol. Okay. Ah, verstehe. Verstehe. Okay, der ist leider schon tot. 4 Survivors. Ziemlich bin ich aber gespannt, ob wir auch noch einen bekommen. Warte mal, hier darauf. Okay, auf geht's. Irgendwie kann man diese ganz hohen Sprünge machen. Ich weiß leider nicht wie. Wir zeigen nochmal so einen Point. Flaming Arrow Point. Okay. Ach, der ist da. Hä? War das denn? Hä? Was? Hä? Hab ich gar nicht mal gesehen. Warte mal. 3 Survivors noch. Ist das einer? Nee, ist ein Zombie. Ah, da oben, da oben. Hä? Hey, ich verpasse da richtig viel, ne? Das ist aber nicht so wunderhübsch. Zeig mal her. 1 Survivor noch. 1 Survivor. Hm. Wo könnte der jetzt sein? Hey Leute, wie macht ihr diesen Doppelsprung? Sag mal. Sag mal, wie läuft denn das? Sag mal. Jetzt, hä? Also wie machen die das? Ah, okay, Vampires Win. Ist ja eigentlich klar. Und auf jeden Fall ein good game. Dann schauen wir mal. Jetzt, ich mache nochmal eine 2. Runde für euch. Und wir schauen mal, ja, ob wir diesmal als Survivor länger anhalten werden. Auf jeden Fall ist es halt klar, dass man irgendwann stirbt. Das geht einfach nicht anders. Aber es ist auch nicht weiterhin schlimm. Wir probieren jetzt mal eine weitere Map. Hoffentlich geht das hier. Church. 4 Stück. Jetzt sind 5 drin. Und das geht auch wieder ganz schnell. Aber trotzdem, Leute. Einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann also gleich. Bis später. So, in 5 Sekunden beginnt das Spiel, Leute. Ihr wisst ja, was jetzt alles passiert. Auf jeden Fall freuen sich hier wieder 22 Leute. Und, ach, wir sind direkt schon ein Vampir. Nee, ach Mann. Na gut, ist nicht schlimm. Das ist doch eigentlich noch geil. Dann können wir jetzt, haben wir jetzt richtig viele Spieler zur Auswahl. Und jetzt kaufen wir uns direkt das ganze Kit. Hier Vampire-Regeneration und 20 Herze. Damit wir lange durchhalten. Und was ich übrigens in der Hand habe, ist eine Gasträne mit Sharpness 1. Vielleicht klingt das nicht so kämpferisch, aber naja, besser als gar nichts. So, warte mal. Ich sehe auch schon die ersten Survivors und da vorne. Das wird ein Spaß, Leute. Es gibt erstmal ganz, ganz viele Survivors. Besonders, weil die uns ja nicht sehen. Aber, au, die sind... Oh, der ist richtig gut. Der ist richtig gut, der Junge. Boah, Hammer! Hammer! Hammer, Mann! Wie geil der einfach mal war. Mann, 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 Mann. Nochmal. Was habe ich denn da gemacht? Vampiric Aura activated? Okay. Ich kenne das nicht, dieses Ding. Warte mal, hier. Da ist der gleiche wieder von vor. Boah, nee, jetzt nicht wie schon wieder, ne? Nee, jetzt. Hammer! Alter, wie hammermäßig. Ist das ein Hacker oder sowas? Nee. Nee, sieht nicht so nach Hacker aus. Penner. Jetzt reicht's mir aber, du Spast. Boah, Alter. Dieser Michel, Mr. Michel PL da. Hammer, ey. Wie das einfach mal boah. Jetzt haut er ab. Jetzt haut der Spast ab, aber er hat ja leider nicht so schön Speed wie wir. Ja, tot ist er endlich. Ha ja. Geil. Es sind aber auch nur noch 16 Survivors. So schnell geht das. Oh je, jetzt werden die sich langsam bedrängt fühlen. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, Hammer geht das schnell. Wenn die alle so als Team arbeiten, ist es natürlich nicht so hammer einfach. Man finde ich jetzt aber auch blöd. Ich hätte gerne als Survivor angefangen, Leute. Und ich weiß halt nicht, ob das auch noch was wird, ne? Ob ich jetzt noch eine 3. Runde für euch machen sollte? Ja, komm. Das geht schon. Dauert die Folge halt mal etwas länger. 20 Minuten oder so, weiß ich nicht. Muss ich mal abschätzen. Aber das müsste schon einmal. Das müsste schon ganz ordentlich gehen. So, erstmal etwas was kaufen. Und auch Regeneration. So, alles, was wir brauchen. Ein gutes Set. Dann können wir jetzt ja gut beginnen. Hihi. So, warte mal. Direkt da rein jetzt hier wieder. So. Und YOLO! Tot! Sterben werden die jetzt, die Leute. Boah, das Mädchen war gut. Das Mädchen war sehr gut. Boah, ja, man verliert einfach hammerschnell Leben, das muss man mal sagen. Aber ich habe ja noch Regeneration. Hatte ich. Ganz langsam hier rein und jetzt erstmal killen. Jetzt erstmal hier ran, boah. Ach, schon wieder tot.
Das geht schnell. Heieiei. Und es gibt auch so viele Vampire und kommst dabei, was jetzt drängen sich alle. Mal schauen, wie das jetzt einfach mal weitergeht hier. So. Boah, ich hab 85 Blut. Leute, was gibt's das alles hier? So. Jetzt ist doch mal ordentlich was los hier. Nochmal ins Haus. Das ist, glaube ich, hier irgendwo. Ja. Ja. So, die Vampire sind alle schon hier da. Bei Mr. Michel. Der ist einfach sehr gut. Da ist ja überhaupt keiner mehr. Ach nee, jetzt beginnt wieder der Drang um jeden Survivor. Wo geht das lang? Ach, da. Zeig mal, ja. Och, jetzt habe ich mir extra wie Regeneration gekauft. Aber gut, ich habe ja 95 Blut. Ey, was will man da mehr? Was will man da mehr? Was killt bei Mr. Hä? Ich echt auch? Warte mal, Mr. Ach, das war dieser Mensch da. Hammer, Alter. Schon wieder. Alter, wie gut ist der? Ich glaube echt, das ist ein Hacker, ne? Kann sein, aber ich möchte sagen, keine Vorurteile angehen. So, auf jeden Fall Vampires win. You aren't in a guild, so you didn't revive. Go, guild, Quatsch. Ja, weiß ich gerade nicht, was das ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall haben, wie gesagt, wieder die Vampire gewonnen. So, Leute, jetzt ist halt die Frage, soll ich eine dritte Runde machen oder nicht? Ah, nee, ich glaube, ich mache da lieber nochmal eine Bonusrunde Dragon Escape. Ich werde das Vampire Z auf jeden Fall nochmal anspielen, Leute, keine Sorge. Denn mir macht das Spiel auch Spaß, deshalb stelle ich es auch vor. Aber erstmal ein Umbau hier auf Mindplex und dann sage ich auch, mache ich direkt einen Cut, damit ihr auch schön gleich sehen könnt, wie ich hier beginne. Von einem Drachen gejagt, also ein Penner hoffentlich werde ich Erster. Auf jeden Fall hier wieder gleiche Stelle. Und dann sage ich, Leute, bis später. Wir sehen uns dann von einem Drachen gejagt. So, da bin ich direkt wieder. Und wir machen Dragon Escape durch Skylands. Und es beginnt in 2, 1 und los geht's. So. Naja, mal schauen. Entkommen wir den Drachen vielleicht bei den besten drei Plätzen. Wir werden es erfahren und zwar ab jetzt. So. Das Rennen beginnt und boom. So, auf jeden Fall die Hecke schon mal geschafft. Erste Herausforderung. Und ich sehe gar nichts, ne? Wegen dem Josef dort. Oder wie? Nein, Leo. Josef. So, warte mal, ich bin Erster. Geil. Läuft bei mir. So. So soll es doch weiterhin bleiben. Ich hoffe mal, wir schaffen dieses Mal was Geiles. Ja. Ja, geschafft. Hammer. Geil. Läuft bei uns. Wir sind sicher schon voll weit weg. Oh ja, das sind wir. Hammer. Geil. Läuft bei uns, Leute. Wir dürfen es ja nicht verkacken. Dann wäre das eigentlich etwas schade. Aber selbst wenn, es hat ja hammer geil angefangen. So, ist noch diesen schweren. Ja, genau, diesen schweren Jump, wo man immer gern fällt. Okay, geschafft. So, dann versuche ich jetzt mal Neues, Leute. Und zwar hier durch. Habe ich es? Ja, habe ich. Läuft bei mir. Hammer. So, warte mal. Der Fallschaden. Ja, ich kenne den. Der ist nicht immer so nett. Und Eisschaden mit einem Mal. Komm. Nein, okay. Einmal bremsen. Und ab. Ja, geil. Läuft bei uns. Wir sind richtig weit. Wir sind hammermäßig weit. So, zeig mal her. Bleiben wir Erster, Leute. Schaffen wir es vielleicht sogar? Oh, das ist hammergeil. Warte mal. Ja, geschafft. Und jetzt kommt der schwierige Sprung. Und. Nein. Aber wir haben ja noch einen Leap. So. Der Rest ist jetzt einfach. So. Der Rest ist einfach. Konzentrier dich. So. Hopp. Und. Oh, ja, Leute. Geil. Hammer. Boah, bin ich gerade angespannt. Das ist der schwere Sprung. Oh, nein, nein. Ah, nein. Bleiben wir Erster. Bleiben wir Erster oder der Leo? Nein, och, schade. Mann. Oh, Mann. Ach, wir sind auf jeden Fall ziemlich weit gekommen. Und wir sind noch richtig schnell vorangekommen. Das vor allem auch, aber naja, es hat nicht... Oh, der Leo, oh, der fühlt sich jetzt aber richtig gearscht, der Arme. Oh mein Gott, fail. Aber naja, wir sind auf jeden Fall Zweiter geworden. Endlich mal. Das war doch Hammer. Das war echt Hammer. So Leute, ich würde ja richtig gerne noch eine zweite Runde für euch machen. Aber ich weiß ja schon, die Zeit drängt. Ich schätze mal, wir haben wirklich schon ziemlich... Nee, wir hatten schon 15 Minuten. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn auch die anderen Videos noch geil sind, dann am besten ein Abo. Das würde mich richtig freuen. Dann sage ich einfach mal hier, Leute... Habt noch einen schönen Tag. Vielleicht nehme ich noch eine weitere große Runde Dragon Escape auf. Muss ich mal überlegen, wie es nach der Zeit aussieht. Auf jeden Fall, Leute. Hoffe ich, hat es euch gefallen. Wenn das Spiel auch gefallen hat, gebt doch ein Like. Und dann sage ich einfach, sehen wir uns morgen oder später. Dann tschüss. Habt noch einen schönen Tag.